Viele Betroffene von stillem Reflux haben kaum eine Chance, eine eindeutige Diagnose zu bekommen. Und auch die Behandlung bleibt dadurch auf der Strecke. Meist werden sie mit ihren Beschwerden von Facharzt zu Facharzt weitergereicht und hören immer wieder, sie haben nichts. Am Ende landen nicht wenige von ihnen in der Psychoecke und geben frustriert auf, während der stille Reflux in ihren Schleimhäuten wütet und sich die Lymphe im Bereich der Mandeln durch die Entzündung staut. Eine Vergrößerung der Rachenmandeln führt so zu einer Behinderung der Nasenatmung und es können sich Adenoide und Polypen entwickeln. Doch warum ist das so und warum ändert sich an dieser Stelle scheinbar nichts? Wir haben uns einmal mit dem wichtigsten Diagnoseinstrument, dem Endoskop, befasst und sind auf ein paar sehr wichtige Fakten gestoßen, die erklären, warum so viele Betroffene, wenn überhaupt, ziemlich schwammige Diagnosen bekommen. An dieser Stelle wurde uns schlagartig klar, dass aus dem Satz "Sie haben nichts", den so viele von uns schon gehört haben, eigentlich "Sie haben nichts, was wir sehen können" werden müsste. Schauen wir uns die Untersuchung einmal näher an. Hallo, ich bin Andi von Magenkompass. Die klassischen Endoskope, die bei einer Magenspiegelung, also einer Ösophago-Gastroduodenoskopie, verwendeten Endoskope haben einen großen Durchmesser und enthalten zwei Kanäle. Einer dieser Kanäle dient dem Sichtbefund und enthält das Kamerasystem, der andere dient der Probenentnahme. Der Preis dafür ist der größere Durchmesser. Doch gerade der Durchmesser macht erhebliche Probleme. Es ist kaum möglich, den Patienten zu untersuchen, ohne ihn zu sedieren, denn der physiologische Würgereiz würde eine Untersuchung unmöglich machen. Und hier liegt ein erster Knackpunkt. Das meistverwandte Mittel zur Narkose bei gastroenterologischen Untersuchungen ist Propofol. Es wirkt schmerzausschaltend und auch das Bewusstsein wird kurzzeitig ausgeschaltet und damit auch der Würgereiz. Doch dieses Mittel hat noch eine andere Wirkung. Es wirkt muskelentspannend. Warum ist die Sedierung bei der Untersuchung problematisch? Weil man bei einer durch Pharmaka herbeigeführten Muskelentspannung nicht wirklich sehen kann, ob der untere Speiseröhrenschließmuskel offen steht, weil ein Zwerchfellbruch und andere Faktoren dazu geführt haben, oder aber einfach nur das Propofol. Überspitzt formuliert steht da also die Frage im Raum, wie viele Zwerchfellbrüche sind wohl dem Narkosemittel geschuldet? Hinzu kommt das Einleiten von Gas in den Magen für bessere Sicht. Auch hier können Verschiebungen der Organe hervorgerufen werden, die eigentlich gar nicht da sind, wenn der Patient wach ist. Doch bei stillem Reflux gibt es auch noch andere Probleme bei den Geräten zur Untersuchung. Mit einem Endoskop, wie Gastroenterologen es benutzen, ist es unmöglich, den Rachenraum zu begutachten und es ist auch unmöglich, nach einer Propofolgabe die normale Eigenbewegung der Speiseröhre, also ihre Peristaltik, zu beobachten. Denn der Patient ist ja sediert und seine Muskeln sind erschlafft. Und gerade bei stillem Reflux liegen die Symptome meist außerhalb der Speiseröhre im Rachenraum, den Nasennebenhöhlen oder Nasenmuscheln. Kann also hier nicht der Hals-Nasen-Ohrenarzt helfen? Auch hier wird mit einem Endoskop die Nase durch ihre Öffnungen begutachtet. Doch das Problem liegt an der Stelle, wo auch dieses Rhinoskop nur vordere und seitliche Ansicht der Nasenmuscheln und anderer Strukturen abbilden kann. Das heißt, dass der stille Reflux, also die Gase, die aufsteigen, von unten kommt, während der HNO-Arzt nur die vordere Seite sieht und unter anderem nicht in der Lage ist, den Zustand der Nasenmuscheln von hinten begutachten zu können, wo der stille Reflux ja auf sie trifft. Das aber bedeutet, er kann nur bereits sehr fortgeschrittene Erkrankungen oder besser deren Folgen diagnostizieren. Das also ist der Ist-Zustand in deutschen Praxen. Nun könnte man annehmen, dass es halt keine adäquaten Endoskope für die Untersuchung auf stillen Reflux gibt. Doch das stimmt nicht. Warum gibt es keine Untersuchungsmethode oder besser ein Endoskop, mit dem man zum Beispiel die Nasenmuscheln und auch Teile des Kehlkopfs quasi von unten, also aus der Speiseröhre heraus, begutachten kann? Falsche Frage, denn es gibt ein solches Endoskop. Es geht um ein transnasales Videopanendoskop, entwickelt von Professor Ingo F. Hermann.
Leider wurde dieses Endoskop niemals von den deutschen Krankenkassen zur Abrechnung zugelassen. Die wenigen Exemplare, die es gibt, werden ausschließlich in HNO-Praxen als Leistung für Privatversicherte oder Selbstzahler eingesetzt. Mit diesem Endoskop und seiner Optik kann man stillen Reflux, LPR oder Gasreflux sichtbar machen. Sein flächendeckender Einsatz würde vielen Betroffenen zu einer schnellen und eindeutigen Diagnose verhelfen können. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.